Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein gemütliches Raclette passt zur kalten Jahreszeit wie ein paar warme Händchen. Kein Zufall also, dass es heute bei uns im Frischmarkt ums Thema Raclette geht. Und zum Jahresanfang gerade als erstes eine gute Nachricht. Coop offeriert Ihnen alle Raclette-Käse zum Aktionspreis pro Kilo 5 Franken günstiger. Wie vielseitig Raclette kann sein und was man mit dem aromatischen Käse zur Abwechslung alles auch noch machen kann, das zeigt Ihnen ein bisschen später dann der Armin Amrain, der heute wieder zu Gast bei uns im Studio ist. Grüezi miteinander. Jetzt aber zuerst alles der Reihe nach. Im Wallis, der Heimat vom Raclette, isst man es nicht nur im Winter, sondern rund ums Jahr bei jeder Gelegenheit und das am liebsten am offenen Feuer. Sobald der Käse schmilzt, wird Portion um Portion mit einem Messer abgeschabt, direkt auf ein Stück Brot gestrichen oder auf Teller verteilt. So richtig stimmungsvoll ist das. Für die meisten von uns allerdings mangels offenem Feuer und zu wenig Platz für grosse Käseleib leider eher ungeeignet. Einfacher geht es da schon mit dem Raclette-Töffel von Satrap und den verschiedenen Raclette-Käse am Block oder vorgeschnitten in praktischen Portionen. Der Raclette-Käse von Coop heisst übrigens Racletto. Man kann wählen zwischen normal mit Paprika oder Pfeffer. Es gibt Raclette von Coop Naturaplan aus biologischer Milch und Produktion. Und wem das alles noch nicht langt, der kann sich für die bekannte Marke Maso entscheiden. Für die, die schon lange kein Raclette mehr gemacht haben, hat der Armin Amrain jetzt quasi zum Auffrischen ein paar Tipps parat. Ja, es ist quasi die Anleitung fürs Ur-Raclette und das geht bekanntlich so. Pro Person rechnen wir ca. 200 Gramm Raclette-Käse und 200 bis 250 Gramm Geschwölte. Dazu passt auch ein knuspriges Bauernbrot oder ein Baguette. Nicht fehlen bei diesem Ur-Raclette dürfen selbstverständlich bekannte Garnichons, Silberzwiebeln oder Mixpickles. Die Rinde muss man normalerweise nicht abschneiden. Die wird beim Schmelzen schön knusprig und ist sehr aromatisch. Hingegen sollte man darauf schauen, dass der Käse nicht zu lange kocht und das Fett ausscheidet. Richtig, das wäre dann nämlich schade um das schöne Raclette. Raclette-Käse ist aber, wie schon am Anfang erwähnt, viel vielseitiger als man meint. Und darum zeigt Ihnen der Armin Amrain jetzt gerade, was man alles noch damit machen kann. Es ist ein Rezept, das logischerweise aus dem Wallis kommt. Käsküchen. Oder für uns Ostschweizer ganz einfach Käsküchli. Wo natürlich dann auch ein bisschen anders aussehen als die, die wir sonst so kennen. Für einen Ausbackteig Mehl und Salz mischen. Milch und Eier verquirlen und mit dem Mehl zu einem glatten Teig rühren. Dann zudeckt eine halbe Stunde quellen. Während dieser Zeit sättige Rechtecke vom Raclette-Käse abschneiden. Wer lieber will, kann auch reifen Bergkäse oder Greyerzer nehmen. Jetzt Öl in einem Brottopf erhitzen. Da könnte man aber auch eine Fritteuse nehmen, oder? Auf jeden Fall, wenn man eine hat. Und gerade noch ein Tipp, wenn man das Öl nicht über 180 Grad erhitzen kann, kann man es nachher durch einen Kaffeefilter lassen und mehrmals brauchen. Den Käse im Mehl wenden, durch einen Ausbackteig ziehen und im heißen Öl goldbraun backen. Auf Haushaltpapier abtropfen und so geschwölten oder zum Salat servieren. Danke, Armin. Beignets aus dem Wallis, wo man sich sehr gut auch als Beilage zum Apéro vorstellen könnte. Weitere Käserezepte finden Sie übrigens auch im Buch «Schweizer Spezialitäten» von Betty Bossi, wo Sie mit dem Coupon aus der Beilage der Coop-Zeitung dieser Woche bestellen können. Auch im neuen Jahr haben wir natürlich wieder interessante Aktionen für Sie parat. Da jetzt gerade ein paar Beispiele. Orangen Avellinas aus Spanien im 2-Kilo-Netz kostet nur 2,80. Und 3 Päckchen Milano-Waffeln Klassik kommen Sie über für nur 5 Franken. Mit der GoProfit-Karte gibt es ein Kilo USA Vitaminreis zum halben Preis. Denn Sie wissen ja, GoProfit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Heute ist auch die Schweiz einmal eine Monarchie und wird landauf, landab von Königinnen und Königen regiert. Geniessen Sie es, denn schon morgen regiert wieder der Alltag. Danke, dass Sie Zeit haben zum Zuschauen. Einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.